Er dribbelt. Er schießt. Er trifft! Und er kommt bald in einen Laden in deiner Nähe. Das ist die offizielle El Matador Actionfigur. Funkelnd kennbare Haare, Accessoires, ohne die man nicht leben kann. Und mit coolen Sprüchen. Ich bin der Größte! Ja! Ja, das bist du! Nächste Woche erhältlich nur in richtig guten Spielzeuggeschäften. Das wird diesen El Matador nur noch populärer machen. Ja, und du weißt, was das bedeutet. Ja. Er wird noch besser spielen als sonst. Das ist das Letzte, was wir vor dem Doppelderby brauchen. Wir hätten mehr Unterstützung von den Fans, wenn wir alle eure Actionfiguren nicht hätten zurückrufen müssen. Die Fans sind die Schlimmsten. Sie riechen wie alte Socken. Sie sagten, sei du selbst. Willkommen zu Iron Tank gegen die Super Strikers. Und da kommen sie. Unglaublicher Lärm. Die Fans lieben El Matador, Brenda. Und er liebt die Aufmerksamkeit, Mac. Die Fans? Wer braucht die Fans? Wir sind zurück im Spielzeuggeschäft, Jungs. Wir sind schon weit in der zweiten Halbzeit und der Spielstand ist immer noch unentschieden. Können die Männer in Rot gegen ihre Gastgeber in Führung gehen? Rasta findet Shakes. Shakes zu El Matador. El Matador! El Matador! Wird er den Fans noch mehr Grund zum Jubeln geben? Ha, meine Fans, das ist für euch. Maestro! El Matador! El Matador! El Matador! El Matador! Mann des Spiels! Wie fühlt es sich an, ein weiteres Spiel entschiedene... El Matador! Ich danke euch, meine Fans! Er ist ich liebe euch alle! Und vergesst nicht, meine Actionfigur zu kaufen, die nächste Woche rauskommt. Accessoires kosten extra. El Matador dribbelt in der Mitte und passt. War nur Spaß. Er passt nicht. Er schießt und macht selbst ein Tor. Ja! Jetzt mit einer unglaublich selbstabwerfenden Frisur. Das ist nur der Prototyp, North. Die erste Edition. Nächste Woche überall erhältlich. Wird das ultimative Geschenk für meine Fans. Es ist kein Geschenk, wenn Sie dafür bezahlen müssen, El Matador. Details. Das ist eine Zinserpriselung. Block sagt, sie müssen sich besser verkaufen als ein offizielles Getränk. Fizzle-Boom? Original brislowische Limonade? Ja. Meine Actionfigur wird sich auf alle Fälle gut verkaufen. Sag ihnen wieso, mein Kleiner. Ich liebe die Fans und die Fans lieben mich. Hey, kann ich das mal eine Sekunde ankicken? Nicht anfassen. In Ordnung. Vielleicht stelle ich einfach mir eine eigene Actionfigur her. Ja, ein bisschen mehr nach links. Das ist gut. Nein, rechts. Ja, runter, 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 hoch. Okay, runter, runter, runter. Ja, genau so. Ja, da sind sie. Die El Matador Actionfiguren. Fahrer, Sie können losfahren. Ins Spielzeugdepot in der Innenstadt. Spielzeugdepot, ja, ja. Was immer Sie sagen. Versuch so zu klingen, als würdest du es ernst meinen, Scarra. Wir brauchen alle El Matador Actionfiguren. Ja. Wieso? Sie ist da! Die erste Edition. Ah, sieht genauso aus wie die andere. Nein, Tiger. Die hier ist 100% fehlerfrei. Perfekt in jeder Hinsicht. Na, mach schon. Öffne sie. Wie bitte? Öffne sie, Walter. Sowas öffnet man nicht. Das ist die erste Edition. Die lässt man in der Packung. Für immer und ewig. Nee. Ja.
zukünftige Generationen der Super Strikers können sie betrachten. Die majestätische Miniatur des El Matador. Alter, das ist ein Spielzeug. Das Einzige, was zählt, ist, wie viele Leute eins haben wollen. Ich würde sagen, plus minus viele Milliarden. Sie riechen wie alte Socken. Was? Spieltag im Weiß. Hi, das ist Teil 1 von 2 Spielen von Invincible United gegen die Super Strikers hintereinander. Beide Fangruppen sind mit einem Großaufgebot da. Aber welches Team wird heute gewinnen? Okay, Leute. Es ist wichtig, dass wir uns nicht vor den heimischen Fans einschüchtern lassen. Verstanden, Bruder. Kapitän. Wir kennen die Strategie. Schieß den Ball zu mir. Was? Was ist das? Die Klaus-Actionfigur. Die habe ich selber erbaut. Kein Witz. Sieh dir die Konkurrenz an, El Matador. Hast du Angst? Entsetzlich! Was denkt ihr, Leute? Zeit zu spielen? Ja, los geht's. Wir können die Fans nicht warten lassen. Zeit, mit El Matador zu spielen. Und wir legen los. Rate mal, wohin das führt, Brenda. Direkt zum Mann der Stunde. Die Fans kriegen nicht genug von ihm. Ja, und die Kommentatoren auch nicht. Meine El Matador-Actionfigur ist bereits unterwegs zu mir. Schon geschossen. Ha, normalerweise würde er schon feiern. eine eher unbeeindruckende Leistung. Die Dynamik hat sich plötzlich umgekehrt. Passt auf, Super Strikers. Für die Männer in Rot. Verblüffend der Leistungsabfall ihres Starstürmers. Und ein noch verblüffenderer Sinneswandel für seine Unterstützer. Vielleicht kriegen wir einen Kommentar von ihm persönlich. El Matador! Furchtbare Form! Buhende Fans! Willst du dazu überhaupt nichts sagen? Nein, du hast alles gesagt. Danke, Lena. Entschuldigung, Miss Long. Ich habe eine ganz wichtige Meldung aus der Welt des Spielzeuggeschäftes. El Matador ist der beste Spieler. Er ist es, den alle Fans geliebt haben. Echt komisch. Wieso sollten sich die Fans gegen dich wenden? Man gewöhnt sich irgendwie dran. Was bringt es, ein Superstar zu sein, wenn einen die Fans nicht lieben? Hey, kick mal da! Deine Actionfiguren sind ausverkauft. Sie sind ausverkauft. Ja, es stimmt. Ich würde sagen, sie gehen weg wie warme Semmeln, aber sie gehen weg wie El Matador-Actionfiguren. Wer ist deine Schüsselwurm?
Nein, wir können keine 2-für-1-Promo mit Fieselboom machen. Tja, der einzige Weg, wie du das Zeug loswirst, ist, wenn Shakes alles trinkt. Und das ist eine eindeutige Möglichkeit. Also wenn die Fans dich immer noch lieben, was soll dann das Boon? Sie haben wohl jemand anderes ausgebuht. Ja, kann man jemanden hassen, wenn die Person so eine süße Actionfigur weg hat? Genug von dem Spielzeuggeschäft. Gehen wir zurück zum Fußballgeschäft. Fühlt die Schönheit! Das ist für die Fans! Lateinamerikanische Magie! Ja, uhu! El Matador ist der beste Spieler! Offensichtlich! Leute, es ist wirklich... Er ist zurück! Uhu, ja! Spieltag im Strikerland! Und? Und was? Hast du deine Actionfigur? Hi, Brenda! Und? Wer ist sie denn? Du hast sie immer noch nicht ausgepackt? Immer noch? Ich werde sie niemals aufmachen. Mein geliebtes Strikerland, mein Publikum, mein Spiel, ob Sieg oder Niederlage. Ja, yeah. United werden uns auf keinen Fall zu Hause besiegen. Sie buhen wirklich mich aus. Oh, das Strikerland-Publikum buht El Matador aus. Alter, wo rennst du denn hin? Ich kann da nicht raus. Du hast gesehen, was im Device passiert ist. Stell dir das hier vor, auf meiner geliebten Heimspielstätte. Wieso? Wieso haben sich meine geliebten Fans gegen mich gewandt? Hä? Ich dachte, du solltest noch beliebter werden, wenn du eh eine Actionfigur hast. Wow, das Spielzeuggeschäft ist aber hart. Hey, El Matador, warte mal. Also, deine Actionfigur kommt raus und plötzlich sind deine Fans gegen dich? Vielleicht stimmt etwas nicht damit. Hä? Dieses Kerlchen ist perfekt. Wie der echte El Matador. Prototyp. Aber der Prototyp ist anders als die Figur, die die Fans haben. Wir müssen sie uns mal genauer ansehen. Zu spät, Shakes. Sie sind alle weg, ausverkauft, überall. Schon okay. Ich weiß, wo wir eine kriegen. Lass los, El Matador! Nicht die erste Edition, Shakes! Nicht die erste Edition! Komm schon, El Matador, das ist nur zu deinem Besten! Wieso bist du so melodramatisch, Shakes? Erste Edition! Hä? Was? Die Fans sind die Schlimmsten. Sie riechen wie alte Socken. Aber wie? Die Fans sind die Schlimmsten. Sie riechen wie alte Socken. Ha! Ich kann nicht glauben, dass du zwei von diesen blöden Teilen haben wolltest. Ich würde mich mit dir streiten, aber ich muss meine Energie sparen, um El Matador auszubuhen. Die Teams kommen raus für die erste Halbzeit. Und nachdem sie letzte Woche im The Wise verloren haben, ist das die Chance für die Super Strikers, die Sache richtig zu stellen. Invincible United hat was gemacht? Kein Wunder, dass die Fans El Matador hassen. Alter!
Du schaffst das schon, oder? Man hat meine Fans reingelegt. Ich kann United nicht damit davonkommen lassen. Und wir legen los. Des Vorfalls im The Wise sieht es aus, als würden die Super Strikers bei ihrer Angriffsstrategie bleiben. Shakes passt den Ball zu El Matador. Das ist nicht die Schuld der Fans. Das ist nicht die Schuld der Fans. Das ist nicht die Schuld der Fans. Die Fans gegen El Matador gewandt. Wir sind Kommentatoren. Wir sind die, die alles wissen sollten. So frustrierend. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe das Gefühl, dass die Antwort direkt vor unserer Nase liegt. Klick. Ich mag die Fans nicht und die Fans mögen mich nicht. Also kann ich jetzt keine Tore mehr schießen und wir verlieren das Doppel. Wechsle mich aus, Coach. Einzige Möglichkeit. Ich kann nicht spielen, wenn die Fans mich nicht unterstützen. Wenn wir den Fans so zeigen könnten, dass sie eigentlich die Scarer-Actionfigur gekauft haben. Vielleicht brauchen wir etwas Werbung. Hast du Werbung gesagt? Danke, Fesselboom. Ja, wieso nicht? Endlich ein Interview mit dem Spieler der Liga, über den am meisten gesprochen wird. Also, es ist sowas wie ein Interview und es ist irgendwie mit El Matador. Er ist cool, er ist heiß und er ist alles dazwischen. Ich stelle vor, die Klaus-Action-Figur. Cool. Mit allen möglichen unglaublichen Zubehör, okay? Es gibt eigentlich kein Zubehör, aber er hat zwei tolle Freunde. Hier ist El Matador und... El Matador! Die Fans sind die Schlimmsten! Die Fans sind die Best! Schlimmst! Best! Schlimmst! Best! Schlimmst! Best! Schlimmst! Die Fans sind die Schlimmsten! Und lasst mich nicht von diesen lausigen Kommentatoren anfangen! Das reicht aber jetzt! Nimm ein bisschen Überhand! Sieht aus, als könnten die Jungs eine Abkühlung vertragen! Nicht empfohlen von irgendwelchen Zahnärzten. Also es scheint, dass die El Matador-Fans getäuscht worden sind. Nicht mehr. Die Wahrheit wurde enthüllt. Die Frage ist, ob der echte El Matador enthüllt wurde, der Fußball spielen kann. Hat es funktioniert? Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. El Matador! El Matador! Für die Männer in Rot im Strikerland. Ich bin der Größte. Ich bin der Größte. Eigentlich bist du der Zweitgrößte, kleiner Kumpel. Okay, pack das Zeug ein und lass uns abhauen. Lena? Hast du Zeit für ein Interview? Hey, Klaus. Ich glaube, es wird Zeit für deine erste Auflage. Denkst du wirklich, die Klaus-Action-Figur ist bereit für... Action? Ja.
Ich kenne ein paar Leute, die sie lieben werden. Das war so eine schlechte Idee. Sowas von lahm. Wieso wurden die geändert? Mir haben die Originalen gefallen. Die Fans sind die Schlimmsten. Hey Leute, Kopf hoch. Seht mal, ein Paket für uns. Von wem? Steht nicht drauf. Mach es auf! Das ist furchtbar! Entsetzlich! Was ist das? Das ist so gruselig. Wieso sollte jemand sowas Furchtbares herstellen? Also, ihr seid mitten im Ozean. Kein Land in Sicht. Hinter euch Mondo Kahuna. Die größte, krasseste Welle der Welt. Was macht man da? Paddeln, bis eure Arme brennen. Und dann 1, 2, 3, aufstehen. Und dann holt man sich Mittagessen. Komm schon, Alter. Du hast meine Aufnahme total ruiniert. Ja, für deine gefälschte Reality-Überlebensshow? Sie ist nicht gefälscht. Das sind Testaufnahmen. Wenn ich meine eigene Serie haben will, muss ich dem Produzenten zeigen, dass ich es drauf hab. Wo wir gerade davon sprechen. Essen ist fertig. Oh, lecker. Das ist genau das Richtige. Ein riesiger Schneesturm kommt auf das Fortress-Stadion zu. Wir reisen früh ab, um Training unter Extrembedingungen zu machen. Wir spielen gegen Iron Tank? In ihrem Fortress-Stadion? Und das mitten im Sturm des Jahrhunderts. Was macht man da? Taktikabteilung, Statusbericht. Die Bohrer arbeiten doppelt so hart, Oberst von Push-Up. Wir erwarten, dass wir es in den nächsten Minuten finden. Ja, nein. Wieso erwartest du, dass du es jetzt findest, ha? Du bohrst schon seit über 3 Wochen. Kapitän Uber, Sir. Ich habe statistische Wahrscheinlichkeit benutzt, um zu ermitteln, dass je länger wir nach dem Artefakt suchen, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir es finden. Was? Ich habe es gefunden. Sprich lauter, Mann! Ich habe es gefunden! Tag 1. Wir sind unterwegs zu den Alpen. Wir brauchen massive Überlebensskills. Oh ja, ja, ja. Wie werden wir zum Beispiel diese Sitze überleben, die sich nur teilweise zurücklehnen lassen? Hä? Iron Tank? Was machen die denn da unten? Hallo, seid gegrüßt, Team. Hey, Prof. Hey, Prof. Laut meinen Berechnungen sorgt ein nahegelegener zyklonartiger Schneesturm, der von den katabatischen Bergwinden verstärkt wurde, dafür, dass in 48 Stunden das Wetter unfreundlich wird. Okay, in Ordnung, wir sind in den Alpen. Ich meine, das Klima wird extrem, El Matador. Nein. Wir sind in den Alpen. Das Wetter wird schlecht werden. Was? Ich habe nur versucht zu helfen. Wie Northshaw sagte, brauchen wir massive Überlebensskills, wenn wir gegen Iron Tank während eines Megasturms spielen. Und ich kenne den Ort, an dem wir sie lernen werden. Tag 2. Wir treffen uns mit dem Coachmeister. Der beste Ort, an dem wir die Bedingungen finden, die wir im Fortress erwarten können? Hoch oben. Das ist cool. Und ich meine nicht cool. Ich meine kalt cool. Wenn die Bedingungen jetzt schon so schlecht sind, kann man sich nur vorstellen, wie es wird, wenn dieser Sturm am Wochenende die Alpen trifft. Shakes? Shakes! Was machst du denn, Alter? Überleben für Anfänger, Bro. Immer zusammenbleiben. Wow. Okay, ich komme.
Endlich! Hä? Wieso hat das so lange gedauert? Überwältigend. Boah, das ist bei weitem besser, als ich es mir je hätte vorstellen können. Mit dieser Entdeckung werden wir die ultimativen Winterfußballer. Krass, Leute. Hä? Angenehm warm. Ja, das ist schon besser. Die neue Wärmeausrüstung sollte euch in der Kälte angenehm warm halten. Und jetzt sagt Hallo zu euren Trainingsgegnern. Den Bäumen? Iron Tanks sind erheblich größer als wir. Also wird unser Vorteil die Geschwindigkeit und Beweglichkeit. Haha, das ist leicht. Ich mache nur einen klassischen Move wie den El Marta Spin. Aber die eiskalten Temperaturen und der wirbelnde Wind macht die Bedingungen rutschig. Also, was macht man da? Ihr spielt mit besonders langen Stollen für mehr Grip. Gib mir die langen Teile, Coach. Sorry, Iron Tank. Wir dachten, wir zweigen euch, wie es ist, zu verlieren. Das war eine eher holzige Darbietung, wa? Leute! Es scheint, dass ich meine Berechnungen etwas unzutreffend gemacht habe. Sieht aus, als würde der Sturm tatsächlich jetzt sofort anfangen. Ah, das ist nicht gut, Leute. Hat irgendjemand eine Idee? Sag es. Wird nicht passieren, Bruder. Komm schon. Auf keinen Fall. Du weißt doch, dass du es willst. Okay. Was macht man da? Wir brauchen Äste, ein paar Tannenzapfen und eine ganze Menge Entschlossenheit. Der Sturm ist früher angekommen. Exzellent. Die perfekten Trainingsbedingungen für das Winterfußballerprogramm. Die Information, die wir gesammelt haben von Sie wissen schon was, wird diesen Sturm wie ein Spaziergang am Strand erscheinen lassen. Aber das ist das schlimmste Wetter in Jahrzehnten. Vielleicht. Aber die Daten, die ich gesammelt habe von sind Tausende von Jahren alt. Aus der Eiszeit. Und am Spieltag werden wir die Super Strikers aus dem Spiel frieren. Tag 3. Wir haben uns in den Schnee eingegraben, um einen Unterschlupf zu bauen, der uns über Nacht vor den Elementen schützt. Da der Wind mit über 20 Knoten weht, hat er die Temperatur weit unter den Gefrierpunkt gebracht. North? Ja, Cool Joe? Danke, dass du uns die Haut gerettet hast, Bruder. Was macht man da? Ist meiner Meinung nach ein Hit. Kein Stress, Alter. Aber wir müssen hier rauskommen, wenn die erste Episode je gedreht werden soll. Ha, unwahrscheinlich, Leute. Der Sturm weht immer noch mit voller Gewalt. Ah! Wow! Oh, Mann! Shakes! Wow! Shakes, Mann! Zur Seite, meine Herren. Das kannst du nicht ernst meinen, Mann. Leute, unser Kumpel ist irgendwo da unten. Und North ist der Einzige mit den Skills, um ihm nachzugehen. Was? Das ist er. Tag 4.
Tag 3,5 und euer Teamkamerad ist durch das Eis gefallen. Alles, was ihr habt, ist ein Seil und euer Verstand. Was macht man? Ah! Nicht das! Wow. Hä? Aber was wollen Iron Tank mit einem gefrorenen Höhlenmenschen? Ich kann kaum erwarten, das zu sehen. Ah, hast du es gesehen? Natürlich unglaublich. Ratet mal, was mit Thors Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater passiert ist. Ich weiß nicht, wovon du redest. Komm schon, mach das Gesicht. Nein. Komm schon. Ich will es nicht. Das ist ein Befehl. So viel zum Thema. Genaues Ebenbild. Ach komm, genug herumgealbert. Das Super Strikers-Spiel findet schon in einem Tag statt. Wir sind hier, um... Ist das? Hey, Thor. Ich glaube, dein Ur-Ur-Urgroßvater versucht, uns etwas zu sagen. Er ist nicht mein Großvater, okay? Keine Sorge, die Rettungsmannschaft ist da, Shakespro. Eindringlinge! Spione, schnappt sie! Ihr seid in einer Höhle mit einem gefrorenen Eismenschen. Und Iron Tank verfolgt euch. Was macht man da? Spring! Also, irgendeine Idee, wie man vor diesen Typen ja, weg kann? Mondo Kahuna! Die riesige Welle? Ich dachte, die hast du erfunden. Alles in meiner Show ist echt, Shakes! 1, 2, 3, aufstehen! Was macht man da jetzt? Man vertraut mir. Ober, melde dich, Ober. Zustandsbericht. Keine Spur von niemandem. Okay, zurück in die Höhle für die nächste Phase des Winterfußballprogramms. Verstanden, Oberst. Ist das echt genug für dich? Wow! Wow! Ist das echt? Ziemlich beeindruckend! Ein tadellos erhaltenes Exemplar! Nein, 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 nein! Das ist kein Exemplar, das ist ein Eismensch! Also, Prof, können Sie uns mehr über ihn erzählen? Er hat in der letzten Eiszeit gelebt! Meinen Sie noch kälter als jetzt? Erheblich cool, Joe. Zu dieser Zeit war der gesamte Planet mit Eis bedeckt. Und Iron Tank haben einen Typen studiert, der damals gelebt hat. Jungs, macht euch deshalb keine Gedanken. Wir haben unsere Winterausrüstung. Wir haben unsere Stollen. Wir sind für alles bereit, was Iron Tank oder das Wetter uns entgegenbringt. Fesseln wir die ultimativen Winterfußballer. Spieltag im eisigen Fortress-Stadion. Ich weiß nicht, was du meinst, Brenda. Ich spüre die Kälte nicht. Iron Tank gegen Super Strikers. Wer hat den Vorteil? Bei diesem Spiel geht es wirklich darum, welches Team besser auf die Bedingungen vorbereitet ist.
Überraschenderweise kommen die Super Strikers viel besser mit den Bedingungen klar als die Heimmannschaft. Iron Tank im Fortress ausbremsen! Schön! Jake, hier drüben! El Matador hat das Tor im Blick. Fantastische Eröffnung! Die Männer in Rot scheinen sich bei diesen eher unangenehmen Bedingungen wie zu Hause zu unangenehm? Fühlen. Unangenehm? Ich weiß nicht, wovon du redest, Brenda. Scheint, als wären die Super Strikers besser vorbereitet, als wir dachten. Spezialstollen. Sehr clever. Ich hoffe, dein Ur-Ur-Urgroßvater kann uns hier helfen. Ha! Natürlich wird er das. Er ist nicht mein Großvater, okay? Keine Sorge. Die Super Strikers sind vielleicht schneller als wir, aber bald wird die Kälte sie langsam machen. Wir sind schon weit in der zweiten Halbzeit und die Bedingungen werden jede Sekunde schlimmer. Ja, eine Jacke wäre eine gute Idee gewesen, Mac. Die Super Strikers haben jetzt nicht viel Zeit am Ball. Tank stürmen zurück ins Spiel. Was passiert als nächstes bei dieser spannenden Begegnung, Mac? Mac? Tag 4 und die Sache ist wirklich schiefgegangen. Das ist nicht das Ende, das ich für meine erste Episode geplant hatte, Shakes. Wir waren auf die Kälte vorbereitet, aber nicht auf das hier. Ja, Alter, dieses Spiel läuft uns aus dem Ruder. Vielleicht können wir sie dadurch überholen. Mondo Kahuna? Mondo Kahuna. Mondo Kakakuka, was? Ihr habt zu viel mit Prof gesprochen. Spiel mir einfach den Ball zu. Iron Tank werden jetzt versuchen, ihren Heimvorteil zu nutzen. Die Super Strikers sind in Teufels Küche. Und Mac auch. Ich wusste, dass dir das gefällt. Shakes hat dagegen ganz andere Probleme. Mal sehen, ob Iron Tank das 2:1 machen. Fantastisch gerettet von Big Bo. Und er schickt den Ball direkt zu North Shore. Verloren. Aber das scheint gut zu sein. Oh, ein hartes Einsteigen vom Iron Tank Kapitän. Du spielst in einem Schneesturm. Man hat etwas von einem Eismenschen gelernt und hat keine Stollen an. Was macht man da? 1, 2, 3. Aufstehen. Unglaubliches Tempo von Shakes. Er muss nur noch am Torwart vorbei. Tor! Hey, Mac, du bist zurück. Yep. Hab dir ja gesagt, dass ich die Kälte nicht spüre, Brenda. Yeah! Nice! Gut gemacht. Alter, du hast es geschafft. Ja, Coach hatte recht. Wir haben wirklich Überlebensskills gebraucht, um Iron Tank zu besiegen. Wenn man die Umstände betrachtet, scheint es nur angebracht zu sein, überwältigend lobend zu sein. Seht ihr? Ich bin nicht der Einzige, der den Typen nicht versteht.
Was ich meine ist, ihr habt das total gerockt! Ja. Ihr habt einen Eismenschen entdeckt, in Temperaturen unter Null trainiert und Iron Tank im Fortress-Stadion besiegt. Also, was macht man da? Man geht einfach zurück ins sonnige Strikerland. Man feuert den Grill an! Und man sieht sich die beste Überlebens-Reality-Show aller Zeiten an. Ich bin North Shore und das ist Was macht man da? Haha! Ja, Mann! Du rockst! Das war klasse! Ja, du hast es geschafft! Nice! Sag deinem Urgroßvater auf Wiedersehen, Thor. Er ist nicht mein Urgroßvater. Und das war sowieso eine blöde Idee. Ja, ich schätze, man kann von einem Eismenschen doch nichts über Fußball lernen. Sie sind die Architekten der Action, die Direktoren des Erstaunens und Anführer in ihrem Gebiet. Ich rede heute mit zwei der größten Kapitäne der Super League vor ihrem epischen Kräftemessen. Bitte Applaus für Dancing Rasta von den Super Strikers und Vladimir Savic vom Grim FC. Schön hier zu sein, Rob. Sei gegrüßt, lauter Talkshow-Sterblicher. Also, was ist das Geheimnis auf dem Platz zu führen? Tut mir leid, dich zu enttäuschen, Rob, aber es gibt keine Geheimnisse. Kenn dein Team, kenne deine Strategie und sei ein Vorbild, das ist alles. Und was denkst du, Vlad? Der Sieg ist ganz sicher, wenn man in die Zukunft sehen kann. Also, kannst du mir sagen, was ich heute zum Abendessen esse? Macaroni mit Käse. Alleine. Grimms uraltes, mächtiges Buch erlaubt es mir, Bewegungen zu sehen, bevor sie überhaupt passieren. Seht her! Die Macht des unglaublichen Taktinomikons. Ich ziehe es vor, meine Performance aufzusparen für das Match. Willkommen in Ferratuvia, das Zuhause von Grim FC. So, okay. Wie könnt ihr mickrigen Sterblichen es wagen, den mächtigen Vladimir Savic zu verspotten? Alter! Shakes, Grim hat gerade Iron Tank besiegt. 4-0. Wirklich? Wow. Und Savic hat jedes Tor vorbereitet. Dieser Typ wird es aber nicht so leicht haben gegen uns. Ja, selbst wenn Savage wirklich in die Zukunft sehen kann, wird er nur sehen, wie Dancing Rasta ihm in den Hintern tritt. Haha, wenn wir zusammenarbeiten und uns an die Strategie halten, können wir Grim Angst einjagen. Alles klar, Leute, kommt! Gruppenselfie! Wunderschön. Du weißt, was Gruppe bedeutet, oder? Letztes Mal beim Modelstudenten. Terry mag Jenna. Aber Jenna steht irgendwie auf Bruce. Währenddessen hatten Maurice und Lawrence ihre irgendwie total vielleicht ewige Liebe für Monika erklärt, was sie zwiegespalten und verwirrt zurückgelassen hat. Ich bin auch verwirrt. Wieso du dir diese Sendung ansiehst? Ja, ernsthaft, Klaus. Genug mit dem Teen-Drama. Ha, Modelstudenten ist kein Teen-Drama, Big Bo. Das ist eine klassische Geschichte über das Erwachsenwerden, übers Lieben und Lernen. In einem College für Supermodels. Außerdem bin ich mir ziemlich sicher, dass Lawrence, das Sportbekleidungsmodel, auf El Matador basiert. Bäh, der Typ ist überhaupt nicht wie das Original. Durbo Selfie. Was ist da draußen passiert?
Egal wie stark du bist oder denkst es zu sein, nichts kann die Kraft dieses fürchterlichen Buches aufhalten. Super Strikers, willkommen im Cauldron. Ich nehme an, unsere Anlage wird mehr als adäquat für eure Vorbereitungen sein. Ja, echt hochmodernes Zeug. Küche? Esszimmer? Filmzimmer? Und am wichtigsten, hier ist euer Trainingsfeld. Das D-Feld. Coach Belmont, Alter? Denken Sie nicht, dass wir etwas Besseres verdienen als das D-Feld? Oh, keine Sorge, das ist eines der besten, die wir haben. D steht für Dungeon. Und schließlich, lasst mich euch eure Wohnquartiere zeigen. Wusstet ihr, dass es in Ferratuvia im 16. Jahrhundert Mode war, die Toilette im Schlafzimmer zu haben? Hört zu, Jungs. Es stellt sich heraus, dass die Performance von Grimm auf dem Feld ihre Performance außerhalb noch übertrifft. Und Savage ist im Mittelpunkt von allem, was sie tun. Er inszeniert das Spiel. Dominiert das Mittelfeld. Und stellt Tore für seine Teamkameraden sicher. Wow, so wie er wusste, wo der Ball sein wird. Und ihn gepasst hat, ohne hinzusehen. Lässt einen denken, dass er es wirklich kann? Ihr wisst schon, in die Zukunft sehen. Oh, nö! Keine Sorge, Klaus. Daran ist nichts übernatürlich. Ich rede nicht von Savage. Staffel 4 von Modelstudenten hört mit einem offenen Ende auf. Das ist die Abschlussfeier der Modeuniversität und die Studenten müssen über den Laufsteg gehen, um ihre Abschlüsse abzuholen. Aber Monika kann sich immer noch nicht entscheiden, ob sie total vielleicht Maurice liebt, der vielleicht ein Vampir ist oder nicht, oder Lawrence das Sportbekleidungsmodell. Jedenfalls, Maurice macht sein Ding auf dem Laufsteg, während Lawrence einen hölzernen Pflock aus seinem Pferdeschwanz zieht. Kommt schon, Leute, das ist eine gute Show! Was? Man kann nie zu vorsichtig sein. Ja, ich verstehe dich, Coach. Aber bist du sicher, dass du uns hier einsperren willst? Wow. Gruselig, ziemlich gruselig, Brüder. Savage ist ein hervorragender Mittelfeldspieler. Aber er kann definitiv nicht in die Zukunft sehen. Wenn man weiß, wie die Teamkameraden spielen, ist es nichts Übernatürliches, wenn man 2 oder 3 Moves vorausdenkt. Eins. Zwei. Wie denkst du, kommst du an uns vorbei, Kapitän? Gar nicht. 3. Sorry, Shakes. Schlechter Pass. Sieht aus, als müsste ich noch mehr trainieren. Willst du mich veralbern? Das war unglaublich. Ich dachte wirklich, dass ich dich da hätte, Kapitän. Aber du warst 3 Stunden voraus. Gutes Training, Leute. Ich kann es kaum erwarten, gegen Grimm zu spielen. Das, Shakes, liegt daran, dass du die schmerzliche Niederlage nicht kennst, die dich erwartet. Und lass mich raten. Du hast es im Taktinomikum vorhergesehen. Du bist selbstbewusst, weil du denkst, dass Dancing Ruster mir gewachsen ist.
aber ich kann ganz leicht 5 Schritte in die Zukunft sehen. Scheint, als könnte euer Kapitän nicht einmal 3 sehen. Oh, El Matador, ich glaube, jetzt ist die Zeit für ein schockiertes Selfie. Da! Woher wusste Savage von unserem Training? Aber diese gigantische Tür war abgeriegelt. Wie konnte er uns sehen? Das muss doch irgendein Trick sein, oder? Aber wie ist denn das überhaupt möglich? Ich habe jedes Model-Studentenforum durchsucht, habe jede Fantheorie gelesen, aber niemand weiß irgendwas. Der einzige Weg, wie ich herausfinden kann, was passiert ist, ist, wenn ich die Zukunft sehen könnte. Das Taktinomikon. Nee. Aha. Was machst du denn? Ich suche nach dem Taktinomikon. Das muss in einer geheimen Kammer versteckt sein. Genau wie Maurice 300 Jahre altes Tagebuch, das in seinem Bruderschaftsschloss Glitterwamperwamper in der Modeuniversität versteckt war. Jenna ist zufälligerweise darüber gestolpert, als sie Terry gesucht hat, der vielleicht ein Roboter ist. Ich meine, kein Mensch könnte so lange posieren, hm? El Matador? Ach, das ist eine gute Show. Komm schon, Coach. 2 Trainingseinheiten an einem Tag? Beschwert euch bei eurem Kapitän. Er hat das verlangt. Er möchte gerne euch allen etwas zeigen. Aber Klaus und El Matador sind nicht hier. Weiß jemand, wo sie hin sind? Ich hab's. Klaus will wahrscheinlich irgendwie unbedingt rausfinden, was in seinem albernen Teen-Drama passiert ist. Während El Matador versucht, den Weltrekord für die meisten Selfies zu brechen. Hey, Leute! Ich glaube, ich bin endlich der Konkurrenz voraus. Die Tunnel hören ja gar nicht mehr auf. Ja, das ist wie damals bei Modelstudenten als Stille Selfie. Guck mal da drüben. Ich beschwöre die mächtige Macht des Taktinomikon, um den Vorhang der Zeit zurückzuziehen und zu enthüllen, was in Staffel 5 von Modestudenten passiert! Hä? Bitte enthülle, was in Staffel 5 von Modestudenten passiert! Bitte, bitte! Das kapier ich nicht. Das ist irgendwie wie damals bei Modelstudenten, als Das ist keine gute Show, Klaus. Das war knapp. In der Tat. Gut, dass wir sie haben kommen sehen. Stell dir den Ärger vor, den es gäbe, wenn sie das Buch gefunden hätten, das wirklich funktioniert. Spieltag im Cauldron.
Savage hat Iron Tank mit einer dominanten Darbietung im Mittelfeld verängstigt, Brenda. Aber die Männer in Rot lassen sich nicht leicht erschrecken, Mac. Etwas Magisches ist nötig, um hier zu gewinnen. Und Grimm könnte genau das haben. Oh, komm schon. Sag mir jetzt nicht, dass du diesen Hellseher-Unsinn glaubst. Also, manchmal kommentiere ich Spiele so akkurat, dass ich mich frage, ob ich sie nicht auch habe. Die Gabe. Oh, das ist wirklich... lächerlich. Wer gewinnt den Kampf der... Kapitäne? Hör auf damit! Gruseliger Weitblick vom Grimm-Kapitän. Oh, er hat einen Monsterschuss rausgelassen. Das war knapp für die Super Strikers. Oh, wow. Sieht aus, als würde Dancing Rasta Savage 1:1 zurückzahlen. Das war knapp. Entsetzliches Pech für die Super Strikers. Könnte es sein, dass Dancing Rasta auch ein richtig guter Spieler ist? Ich kann auch hell sehen. Die Halbzeit ist fast vorbei und es hat immer noch niemand getroffen. Die zwei Kapitäne sind sich Spielzug um Spielzug ebenbürtig. Spar dir das Theater, Savage. Ich habe dich komplett durchschaut. Arroganter Sterblicher. Ich zeige dir, wie real meine Kräfte sind. Unglaublich! Scheint, als wäre Savage überall gleichzeitig. Was? Wieder einmal zieht Wladimir Savage die Fäden für sein Team. Und wenn es so weitergeht, braucht man keinen Hellseher, um zu wissen, dass die Super Strikers eine Klatsche kriegen. Ha! Wir werden langsam ziemlich gut darin. Ich habe euch überzeugt, dass ich euch hier anführen kann und ich habe euch enttäuscht. Das Team und die Strategie zu kennen, bringt nichts gegen Savage. Vielleicht kann er wirklich in die Zukunft sehen. Na und? Uns ist egal, ob er 8 Beine hat und Feuer aus der Nase pustet. Wir können jeden, jederzeit und überall besiegen, wenn du uns führst. Du bist der einzig Wahre. Du bist unser Kapitän. Leute, Gruppen-Selfie. Keine Sorge, diesmal kriege ich jeden drauf. Jo, gib mir das. Nein, ich muss den besonderen Moment einfangen. Und wie super ich aussehe. Was ist das? Mann, der größte Spieler in der Super League. Oh, nein. Dieses winzig kleine Teil da im Hintergrund. Was ist das? Und da ist es wieder. Eine Drohnenkamera? Savage kann nicht in die Zukunft sehen. Er spioniert uns einfach aus. Also daher wusste er all die Sachen aus unserem Training. Aber wie erklärten Ditz seinen Weitblick auf dem Feld? Ich glaube, ich weiß es. Okay, Savage, los geht's. Tiefer Pass, 75 Grad nach links. Hackentrick, dann nach links rennen. 30 Grad nach links drehen. Pass auf, da kommt! Du denkst also immer noch, dass du mir gewachsen bist. Ich habe die Zukunft gesehen. Und deine ganze Welt wird zusammenbrechen wie ein Kartenhaus. Was macht Shakes da? Nicht mal ich kann das voraussehen, Brenda. Jetzt sind es nur noch wir beide.
tolles Spiel von Dancing Rasta. Aber hier kommt Savage. Dancing Rasta kommt ihm zuvor. Und Shakes ist da. Ich glaube, wir wissen beide, was wir jetzt sagen werden. In der Tat, Brenda. Schön gemacht, Leute! Kapitän! Kapitän! Kapitän. 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 Ja. 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 Oh, nee! Modestudenten wurde abgesetzt. Jetzt werde ich nie erfahren, ob Monika Maurice oder Lawrence gewählt hat. Ha, das ist eine Zukunft, bei der ich froh bin, dass wir sie nicht sehen können. Aha. Seht euch das an, Leute! Ernsthaft? Ich dachte, Grimm hätten ihre Lektion gelernt. Schießen wir sie runter. Moment. Die gehört mir. 360 Grad Gruppenselfie. Kommt her, Leute. Oh, vergesst Grimm FC. Das ist ein gruseliges Gesicht. Oh, Mann.